Okay. Dann kommt auch noch ein Creep, der ihn tatsächlich auch tötet. Jo. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir spielen jetzt hier das nächste Spiel von Finger Snipped in Red. Und zwar das Spiel Funhouse, wo unser Charakter gerade einfach verreckt. Das ist das dritte Spiel von diesem Entwickler auf diesem Kanal. Wie immer, viel Spaß beim Anschauen. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich restarte jetzt auch nochmal. Ich bin hier schon so lange wegen der Begrüßung rumgestanden. Okay, irgendwie habe ich den Ballon kaputt gekriegt. Damit hat es jetzt gebracht. So, bin ich raus jetzt. Meine Fresse, Alter. Ein kleiner Schlüssel da irgendwo auf dem Boden. Also bis jetzt ist das hier alleine schon vom Anfang her das schlechteste Spiel von dem. Der Soundloop im Hintergrund nervt. Das Rätsel hat genervt, weil er auch die ganze Zeit. Das war echt, das war derbe anstrengend. Ich meine, das war jetzt 2, 3 Minuten Sache, aber ich habe mir vor wie eine Stunde. Die Layer so viel Katz, oder? Oh, ich hoffe, jetzt kommt gleich wieder das typische Fingerdip in Red. Horrorspektakel. Nein. Den Ballon kann ich nicht kaputt machen. Sicher nicht richtig. Hämmert lieber noch mal die Maus-Button wie wild. Das ist hier teilweise echt eine gute Idee. Ordentlich triggern den Scheiß. Es kommt, lauf. Ich glaube erst, wenn was kommt. Sehen wir, es ist hier scheiß dunkel. Aber ich glaube, ich schätze den Entwickler bis jetzt so ein, dass er es hier nicht ohne Absicht macht mit der obernervigen Musik. Das soll wahrscheinlich so eine ganz spezielle Stimmung vermitteln auch. Ich meine, die Geschichte ist ja schon, wir sind ein Student, sind auf dem Weg nach Hause, dann kommt ein Lieferwagen an, catcht uns einfach ein, nimmt uns mit, wo wir aufwachen, ja.
wenn wir hier, wenn diese Mucke läuft. Hey Eric, ich weiß, das ist nur eine kurze Nachricht, aber ich höre auf. Ich habe angerufen, aber niemand hat geantwortet. Also habe ich mir entschieden, diese Notiz zu schreiben. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich schwöre, ich habe jemanden bei den Schränken stehen sehen. Und das war einer der Animatronics, also einer dieser Roboterpuppen. Ja, der ist in den Schrank beim Badezimmer gepackt. Den gibt's hier nicht? Okay, ich habe ja immerhin Schlüssel gefunden. Ich nicht von hier. Ich komme von hier. Genau, bin hier rum. Seems like you're so fork in a row. Wie bitte? Which way shall I go? Eeny, meeny, miny, mo. Oh, someone's watching you, pal. Ja, da hinten. Hallo. Ja, nicht so funny, euer Funhaus hier. Ich geh mal lieber hier lang. Ja, hat nicht so viel gebracht. Aber man muss auch mal wieder sagen, dass das hier mal wieder so eine ganz spezielle Location ist, oder? Oh, nice, noch ein Glowstick. Dinger sammle ich ja jetzt hier. Ja, jetzt bewegen sie sich doch mal. Was ist das? Nein. Funhaus, New Fun Center, okay. Drei, eins, zwei, zwei. Wo hat er denn da jetzt die Notiz, die Kombination rausgelesen? Egal, Hauptsache ich hab sie, oder? Okay, dann wohl zurück zur anderen Tür. Moment, du warst eben noch nicht hier. Verfolgt mich jetzt was? Nein. Er ist echt scheiße dunkel, Mann. Play. Wait. You don't look like you have it any fun.
Wenn wir einfach nur spielen, okay? Bam, bam, bam! Ups. 3, 1, 2, 2. Okay, da war ich jetzt wohl schnell raus. Den Abschnitt habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Ja, Leute, es ist jetzt. Es ist wie es ist. Ja. Okay. Ja, der Text ist sogar noch ganz drauf. Dann auf jeden Fall lebendig begraben. Wir haben Lila 2, Gelb 4. Ja, Orange ist in dem Fall Rot 3 und Blau 5. 2, 4, 3, 5. Das ist bis jetzt ja auch irgendwie der coolste Abschnitt. Der Tierfriedhof. Oh, der Evil Snowman. Okay, hat er einer Stimme gehört, die ihm gesagt haben, er soll seine Familie umbringen, und die hat er dann in so Schneemänner gestoppt. Ey. American Werewolf. Den gibt's keinen Text? Okay. Eine Lampe wäre ganz cool. Okay, wir haben 2, 4, 3, 5. Und jetzt? Der Werwolf ist los. Oh mein Gott. Fighten wir hier gleich gegen Werwölfe. Lieber ein Schneemann, da reicht ein Feuerzeug. Eigentlich ist hier auch gleich der Tierfriedhof, da können wir den Werwolf dann bestatten. Und laut, ey. Da. Und Glowstick. Irgendwann brauchen wir die. Jetzt bräuchte ich mal eher einen Schlüssel oder so. Noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Nee, 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 nee. Eine Ewigkeit später. Pixel Hunting, Leute, bitte an alle Indie-Game-Entwickler, hört mal auf mit dem Scheiß. Was soll denn der Mist, ey? Ihr mit eurem Schlüsselbahn, ey. Kann's doch echt nicht sein, ey.
Oh nein! Bei der Aktion hatte ich letztes Mal schon etwas keinen Bock mehr. Ich glaube, ich muss hier lang. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Hochkonzentriert hier, Leute, hochkonzentriert! Irgendwann später. Ich frage mich, wozu hier überhaupt diese Räder sind, wenn ich damit gar nichts machen kann. Das sieht ja eher so aus, als wären das so verschiebbare Elemente hier, die man mit der Kurbel einfach bewegen könnte. Na, ich werde mal checken. Okay, probiere ich einfach mal aus. Mittleres Mausrad. Warum auf einmal das mittlere Mausrad so? So, weil jetzt könnte ich links reinkriechen, käme aber nicht weiter wegen der einen Latte. Und jetzt mit dem Mausrad kann ich die Dinger hier steuern auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zu dem hier gehe, also das bringt mir ja gar nichts. Macht er hier das Gleiche? Aber jetzt sieht man, er dreht das ganz links. Wie wechsle ich denn das Rad? Das hier bringt mich doch nicht weiter. Okay, Leute. Und anscheinend sind so einige YouTuber in diesem Rätsel verzweifelt. Und ja, ich habe die Lösung jetzt gefunden. Das Ding ist, es ist auch in der Beschreibung irgendwie falsch angegeben vom Spiel selber. Aber man kann jetzt mit den Pfeiltasten natürlich das richtige Ventil auswählen. Drehen wir mal an dem Ding hier. Eigentlich wollen wir ja nur geradezu, ne? 2000 Jahre später. Ja! Party on, Leute. Leck mich fett. Es ist einfach eines der nervigsten Rätsel der Spielegeschichte gewesen. Jetzt muss ich mich durch die Balance auch noch wieder zurück sneaken. Hier ist es ja hier nicht so schlimm. Alter. Echt, ich war da.
Oh, ich war da über 20 Minuten drin, ey. Aber hart. Über die Hälfte vom Video war nur in diesem einen Raum. Ich kann nicht mehr, ey. Ich hoffe, das Spiel ist gleich vorbei. Ich brauche eine Pause. Ich bin im Arsch. Bin emotional im Arsch. Alle Augen auf dich. Nice. Okay, das ist, gibt ja einfach nichts. Sorry. Ich glaube, ohne den Glowstick brauche ich hier auch gar nicht großartig rumrennen, oder? Okay. Dann kommt auch noch ein Creep, der ihn tatsächlich auch tötet. Ein schäbiger FNAF-Animatronic. Mir an dem vorbeischleichen oder so? Ich muss da erstmal ein paar Mal drauf gehen. Ich muss erstmal mir die Übersicht verschaffen über die Situation. Das geht auch alles so scheiße schnell. Okay, muss ich das Viech also praktisch im Kreis da einmal rumlocken, damit ich in die Richtung gehen kann, woher das kam. Das heißt... Ich habe noch einen Glowstick. Das ist dann erstmal hier rum. Dann hier rum. Hier. Hier. Und dann kann ich hier durch. Habe ich es jetzt geschafft? Ja. Alles klar. Okay. Easy. Okay, das ist easy. Nein! Ich kann sich hier an den Strichen orientieren. Hier müsste ich sicher stehen. Können weit hinten erst die nächsten Panel sind. Sind hier alle in dem pinken Bereich. Ich muss... Wow! Pizza! Alter, was für ein epischer Lauf! Ich wollte mich verarschen, oder? Ihr wollt mich real verarschen, dass ich jetzt einfach mit dem scheiß Schlüssel wieder den Weg zurückgehen muss? Ernst? Muss ich denn jedes Mal den Schlüssel neu holen? Ich hab mich doch nie hierbei von diesem Game.
Ey! Kann das bitte mal ein Ende haben? Das schlechteste Spiel bis jetzt vom Fingerdick Dipped in Red. Ich. Von der Umgebung her kreativ und alles, aber die Rätsel sind einfach echt. Das ist alles sehr heftig hier. Okay, ich muss mich mit dem Ding bewegen. Mein Ziel ist anscheinend dieser Tunnel dort. Jetzt hätte ich da reingemusst. Beine gebrochen, Mist. Ich muss direkt Vollsprint mit dem Ding mitgehen. Alter. Bing. Eins, ey. Ja, genau. Auf der anderen Seite ist auch noch eins. Was habe ich hier? Habe ich noch einen Glowstick? Nee, die sind natürlich wieder weg. Auch keinen Sinn, hier ins Dunkeln zu rennen. Aber kann hier hinter den Balloons lang. Da ist mein Punkt. Okay. Und jetzt? War ich auf dem und auf dem? Und jetzt bin ich gegen den Ballon gerannt. Ja. Und nochmal von vorne. Vielleicht gehe ich erstmal zum anderen. Jetzt ist es offen. Ah, den Schlüssel auch noch. Oh, gerade noch gesehen, ey. Okay, jetzt habe ich den Glowstick. Achso, manchmal crasht das Spiel übrigens auch durch irgendwelche Knopfdinger. Das kann euch durchaus passieren. Es wirkt so ein bisschen, als wenn er das Ding mit seinen Augen verfolgt. Jetzt sind wieder die tödlichsten Luftballons der Welt. Sind mit übelsten Kampfgas gefüllt, ey. Oh, nicht noch einer. Sitzt du der Katze da hinten, oder was? Ja, langsam bin ich ja ganz gut in den Dingern hier. Diese scheiß Tür! Bing! Achso, der eine ist auch kürzer. Na, aber nicht der! Wow! So! Alter! Auch wenn es nur drei Versuche waren jetzt, oder vier maximal, aber das ist ja. Es wird einfach, weil man hier so viel immer und immer wieder machen muss. Jetzt sehe ich wenigstens was. Ja.
ist überhaupt erstmal die Frage, zu welcher der beiden verschlossenen Türen muss ich? Muss ich zu der? Nein. Boah, zum Glück gleich beim ersten Anlauf geschafft. Ey, das Spiel muss doch mal ein Ende haben. Bei den letzten Games von denen hätte ich gerne mehr gehabt und bei dem Game will ich eher weniger und das ist gerade das längste bis jetzt. Sag mal, geht's euch noch gut oder was? Ich werde, wenn ich hier runterfall, bin ich tot. Der heiße Draht, ey. Und ich sprinte trotzdem. Ja, genau, ey. Boah, das ist fast zu tief für mich hier, ey. Ja, geht's noch? Hä? Ich war auch noch einen Meter weg. Haben wir vergessen, die Fußnägel zu schneiden, oder was? Zwischen den Kugeln auf jeden Fall eine kleine Lücke. Aber ich kann auch direkt durch. Wow, Leute. Das Ding hat meinen Arsch gestriffen. Ey, das ist wie so ein übelst böser NSD-Trip hier, ey. Ah! Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich lade das hier auch eiskalt wieder in einem Stück hoch. Das habe ich jetzt. Stunde 8 Minuten. Keine Ahnung, wie viel ich rausschneide. Ich denke, die Hälfte. Oh nein. Da kommt wieder Hello Kitty. Das war das offizielle Ende? Wieso? Ich dachte eigentlich, ich renne kurz ins Haus, vielleicht kann ich mich da kurz verstecken oder sowas. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich fand die anderen beiden Spiele echt mega. Das hier war natürlich von der Idee her auch wieder ganz cool. So die Optiken teilweise waren absolut abgefahren. Aber rein vom Gameplay hat das null Spaß gemacht. Ich meine, es gibt tatsächlich Spiele, die sollen keinen Spaß machen. Damit man sich noch mehr wie der Charakter fühlt, also wird der Spieler extra unter Druck gesetzt und so. Und ich glaube, das ist auch hier passiert. Mich selber hat es null angebockt. Vor allen Dingen, wie alle, die meinen Kanal kennen, wissen, ich bin gar nicht so der Freund von diesen Escape Room Spielen. Jetzt ist doch noch was passiert. Naja, ich bin auf jeden Fall nicht der Freund von den Escape Room Spielen. Das war mit Abstand das allerschwächste Spiel meiner Meinung nach vom Finger Dipped in Red. Also vor allen Dingen ohne Lösung, ohne fleißige YouTuber, die das schon vor mir gespielt haben, hätte ich die Lösung nicht gefunden. Ich wäre bei der Aktion mit den Rädern wäre ich schon raus gewesen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe nicht das offizielle Ende erreicht. Der hätte es bestimmt einen anderen einen richtigen Ausgang gegeben. Vielleicht wäre sogar noch was danach gekommen. Schade, schade, schade. Aber es kann einfach nicht jedes Spiel wirklich gut sein von so einem Entwickler. Wenn er jetzt mal einen Ausrutscher hatte, dann ist es halt, sei es ihm vergeben.
Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Da können wir jetzt schon mal reinschauen. Ich spiele dir der Reihe nach. Das ist dein ältestes Spiel. Haben wir gespielt? War super. One for the Road haben wir gespielt. War super. Funhouse. Kann ich nichts anderes sagen. War kacke. Als nächstes kommt also Visitation. So, das habe ich doch gleich mal für einen Dollar gekauft. Ja, freiwillige Spende halt, ne? Danach kommt gleich Visitation 2 und dann noch The Fallen Third 1 und 2. Also, vier Games haben wir noch. Und ich habe nichtsdestotrotz natürlich doch weiterhin Bock auf Finger Dipped in Red. Und bestimmt werden die nächsten Spiele wieder besser. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Vielleicht fandet ihr das Spiel jetzt auch richtig geil und meintet, wow, so ein cooles Escape Room Spiel habe ich ja noch nie gesehen. Völlig abgedrehter Style und so. Why like? Kann ich auch verstehen. Respektable Meinung und sowas. Kann man machen. Für mich war es halt nix. Auch vom Horror her kam es deutlich kürzer als die anderen Spiele. Egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr noch Bock habt, euch die anderen Spiele von Fingertipped in Red auch noch anzugucken, dann verlinke ich euch hier schon mal The Horst. Ne? Ist auf jeden Fall ein super Spiel. Und bis dahin, alles Gute, ne? Ciao.